Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf. Abgesehen davon hatten wir zunächst eine Bankenkrise, dann eine Krise des Euro und haben jetzt eine Staatsschuldenkrise. Übrigens auch in unserem Land. Denn Bund, Länder und Gemeinden haben neue Schulden im Umfang von 300 Milliarden Euro im letzten Jahr gemacht. Davon sind 232 Milliarden Euro auf die Bankenkrise zurückzuführen. Und ich habe eine Frage. Wer bezahlt jetzt diese Schulden? Ganz eindeutig bei uns, die Bürgerinnen und Bürger, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sogar die Hartz-IV-Empfangenden. Aber es gilt nicht das Verursacherprinzip, sonst würden nämlich die Banken das bezahlen müssen. Und genau das haben Sie immer abgelehnt. Ja, das ist wahr, das haben wir schon mal gesagt, aber geändert haben Sie es nicht, weil Sie die Banken immer schon, weil ja bei Ihnen die Bankenlobby regiert, nicht Sie selbst. Das ist nämlich das Problem, mit dem wir es hier in Deutschland zu tun haben. Und dasselbe gilt übrigens auch für Zahlungen in Europa. Und die Privatbanken verdienen ja glänzend. Ich muss Ihnen mal zwei Beispiele nennen, Herr Kauder, damit Sie das auch verbreiten in Baden-Württemberg. Also, erstes Beispiel. Die Europäische Zentralbank gibt ja keine Kredite an Staaten, auch nicht in Ausnahmesituationen, obwohl das jetzt dringend notwendig wäre. Was macht die Europäische Zentralbank? Die gibt zum Beispiel der Deutschen Bank einen Kredit von 1 Milliarde und verlangt 1% Zinsen. Dann geht die Deutsche Bank zur griechischen Regierung und zur irischen und sagt, wir haben gehört, ihr braucht Geld. Und dann sagen die, ja, das wäre ja schön, wir hätten gerne 1 Milliarde Euro. Und dann sagen die, ja, das machen wir, wenn ihr uns 13% Griechenland oder 10% Irland an Zinsen gebt. Mit einer Überweisung verdienen die ein Schweinegeld, ohne irgendetwas hergestellt oder einen Wert geschaffen zu haben. Ja, und ich sage Ihnen jetzt mal das zweite Beispiel. Jetzt müssen Sie noch das zweite Beispiel verbreiten, Herr Kauder. Die Hypo Real Estate haben Sie ja zusammen mit der SPD verstaatlicht. Damals haben wir das ja auch selten, dass die CDU was verstaatlichen will und die Linke Kritik daran äußert. Das lag einfach daran, dass wir gesagt haben, wenn dann das schwedische Modell, dann müssen wir alle Privatgroßbanken übernehmen. Aber sie wollten ja nur die höchstverschuldete Bank übernehmen. Und dadurch haben die Bürgerinnen und Bürger von ihnen die gesamten Schulden der Hypo Real Estate bekommen. Insgesamt sind jetzt an die Deutsche Bank dadurch schon auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern 20 Milliarden Euro bezahlt worden. Und deshalb können die riesige Dividenden an ihre Großaktionäre auszahlen und Boni an alle ihre Ackermänner. Das ist die Wahrheit und genau das ist das Problem. Hier brauchen wir endlich Gerechtigkeit.